Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video gibt es mal wieder Unboxings. Und ja, ich würde sagen, labern wir nicht lange rum, fangen wir direkt mit dem ersten Paket an, da es halt schon auf ist. Und zwar befindet sich in dem Paket die Show von Sascha Grammel, und zwar keine Ahnung. Aber ich wollte mir die mal angucken, gerade weil ich mir schon Hetz mich nicht geholt habe. Jetzt habe ich zwei TV-Shows von ihm, Hetz mich nicht und keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, gut, ein paar Sketche kenne ich schon, wie zum Beispiel El Zorro oder auch Willst du mein Freund sein mit Josie. Ja gut. So, kommen wir zum nächsten, weil ich wollte nämlich erstmal die DVDs haben und der nächste DVD handelt, ganz ruhig. In der nächsten DVD handelt es sich dabei um Meisterdetektiv Pikachu, das Ding hier oben nervt mich gerade wenig. Meisterdetektiv Pikachu. Ich habe einen kurzen Cut gemacht, wie gesagt, das Teil, was hier oben gerade hing, hat mich gerade ein bisschen nervt. Und zwar Meisterdetektiv Pikachu. Bin schon gespannt auf den Film. Ich wollte mir den eigentlich schon damals, also eigentlich schon etwas länger holen, eigentlich auch auf Steelbook. Aber wie ihr schon gesehen habt, ich war heute bei Netto und dann habe ich mir den mitgenommen und. Ja, jetzt habe ich ihn auf DVD. Sollte mir der Film gefallen, hole ich mir den nochmal auf Steelbook. Wenn nicht, dann, also sollte mir nicht gefallen, dann, boah, mal gucken. Also, ja, so sieht die CD aus, eigentlich cool gemacht. Ja, es war nur blau, aber gefällt mir, ist nicht schlecht. Also, mal gucken, was die hier hat. So, und jetzt geht es mit dem Raten los, weil wo jetzt hier noch was drin ist in dem Paket, dass der Rest der Pakete Steelbooks sind. Okay. Was soll denn das hier? Ja, bei den Steelbook handelt es sich um Monster AG. Wer den Scheiß daran geklebt hat, weiß ich nicht. Ja, und zwar das Steelbook zu Monster AG in der 2-Disc Edition. Ich habe mir ja, ich habe ja in einem Video Ratatouille unboxed. Das ist ja auch ein Steelbook zur Monster Collection. Welches jetzt was ist, also welche Nummer, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel es damals überhaupt davon gab. Ich glaube 10. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt davon noch Wally, Cars. Ich glaube, das große Krabbeln auch. Noch so ein paar andere. Da hinten schon wieder was draufgeklebt hier. Oh, das nervt mich gerade mit vorne. Ich weiß nicht, ob das eine Delle ist hier, dass da irgendwas abgekratzt wurde. Oder warum klebt man denn hier sowas eigentlich dran? Also so wirklich witzig finde ich das gerade nicht. Alter, ey. Schön mein Lieblingsfilm versaut mit dem Scheiß hier. Ich will ja, das Ding ist, ich will es abkratzen. Weil es sieht nervig aus. Zurückschicken tue ich es nicht, weil es das letzte Steelbook war von dem, wo ich mir das geholt habe. Ach man, ja, kann ich das jetzt nicht ändern. Also suche ich das Steelbook aus. Hier haben wir die zweite Disc. Und die erste. Hinten klebt ja auch noch was drauf. Sehe ich jetzt erst das MSK6 Logo hier. Das wollte ich jetzt nicht mit in der Schutzhülle haben. So. Hätten wir das schöne Steelbook, na schön, hätten wir das Steelbook jetzt auch eingepackt. So sehen übrigens dann beide aus, Ratatouille und Monster AG. Aber jetzt kommen wir noch zu zwei Steelbooks. Oh, das eine scheint sogar noch, na gut, original verpackt. Ich weiß, welches Steelbook das hier sein wird. Na okay, es ist nicht original verpackt, das ist aber trotzdem mehr oder weniger verpackt. Ja, ich weiß, man versteht kaum, was ich damit meine. Moment, ganz kurz, ich muss hier mal Platz schaffen. Ich habe schon mal gesagt, die Dinger hier hinten möchte ich nicht wegschmeißen. Und da hat man auch schon gesehen, um welchen Film es sich handelt, nämlich um das Steelbook zu Pixels. Ja, ich wollte das unbedingt haben, das Steelbook. Eigentlich wollte ich den Film auf Blu-ray haben, habe aber das Steelbook gefunden, relativ für günstiges Geld eigentlich. Also es war relativ günstig.
Ich versuche mir jetzt nicht die Rückseite anzugucken, die gucke ich mir mit euch zusammen an. Ich werde jetzt nur erstmal nochmal kurz das hier zeigen, das könnt ihr euch mal angucken. Meine Uhr hängt hier, ich mache die mal ab. Wo lege ich die jetzt hin? Da liegt sie auf dem Schreibtisch. So. Ihr könnt es dann nochmal angucken. Ja, moin, meine Uhr hinterlässt einfach Spuren. So, dann stelle ich das damit hin. Und dann kommen wir hier zum. Oh, cooles Backmotiv. Es ist einfach Donkey Kong. Also, so sieht das aus, das Ganze. Relativ cool gemacht mit Pac-Man und Donkey Kong. Hier ist dann der Code. Und werde ein Arcada. Spiele im Film mit der Pixels Game App. Okay, gibt es wirklich eine Pixels Game App? Oh, wir haben sogar einen Indruck. Wobei bei den Sony Steelbooks ist es eigentlich sogar mehr oder weniger. Na ja gut, warte, ich zeige euch mal erstmal die DVD. Die DVD ist ja hier auch mit bei. Hier ist dann die DVD. So sieht dann das Indruck aus. Auch relativ cool. Das ist wirklich ein sehr cooles D-Book. Ich finde es so schade, dass Pac-Man vorne nicht, also vorne drauf nicht geprägt ist. Hätte ich mir schon gewünscht. Hier hätten wir dann nochmal den Blu-ray. So, schön einpacken hier in der Schutzhülle. Dann mache ich das gleich mal anders. Zwar erstmal die Schutzhülle zukleben. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, wenn ihr das gleich seht, was ich vorhabe, warum machst du das? Hat einfach den Grund. Einen Blick, ich muss mich konzentrieren. Ja, das hat super geklappt jetzt. So, warum habe ich das jetzt nochmal dran geklebt? Einfach aus dem Grunde, dass ich dumm bin. Warum klebe ich das hier an der Schutzhülle dran? Ich mache irgendwie gerade nur Scheiße. Kaum sind meine Steelbooks da. Also, wie gesagt, das Steelbook zu Pixels. Und ja, relativ cool gemacht. Und so kommen wir zum letzten für heute. Und zwar kann ich schon mal spoilern, ist das der Film Paul im Steelbook. Und zwar in, wenn ich das Paket hier aufkriegen würde, in einem Comic-Art, möchte ich mal jetzt sagen. Jetzt muss ich erstmal hier das. Diesen oberen Kleber hier abmachen, oh, das geht mir so auf die Nerven. Also für diesen Monat habe ich mir keine Steelbooks geholt, die geprägt sind. Fällt mir jetzt mal gerade so auf, wenn ich mir das so angucke. Nur matt gehalten, aber keine geprägten. So, so sieht das Ganze hier aus. Paul mit den FSK-Flatschen und irgendwas mit nur auf Blu-ray. Ich denke mal, gut, das. Das glaube ich, muss ich da lassen, obwohl das FSK-Flatschen möchte ich gerne abhaben. Okay, der FSK-Flatschen und das mit nur auf Blu-ray ist da drauf, aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie möchte ich das mit nur auf Blu-ray da lassen, weil das halt zu den Comic passt. Aber dann ist halt der eine Schauspieler da, der Nick Frost, überklebt, deswegen klebe ich das jetzt mal kurz ab, so gut es geht, aber vorsichtig, damit ich es so nicht kaputt mache und klebe es mir einfach irgendwo hin. Oder zack. Und wie gesagt, hier hätten wir dann nochmal das schöne Steelbook, auch glänzend gehalten. Hat keinen Indruck leider, so sieht die Blu-ray aus. Oh, relativ schlicht gehalten. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wollte ich das Steelbook. Es gibt ja zwei Steelbooks, einmal das hier und dann noch ein anderes, wo Paul halt vorne alleine drauf ist. Ich glaube, ich habe mir das so und so, wo Paul alleine vorne drauf ist. Aber das sieht auf jeden Fall voll cool aus, finde ich. Als Divo kann man mal machen. Und ja, dann zeige ich euch mal kurz meine gesamte Ausbeute für diesen Monat. Zwei Pakete kommen noch an. Aber das hier, wie gesagt, das ist meine Ausbeute für diesen Monat. Auf jeden Fall relativ viele Steelbooks. Und ja gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und ciao.